Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play. Bloodborne. Ich wollte gerade schon wieder The Elder Scrolls sagen. Mann, verdammt, warum, ey? Ich nehme gleich danach auf, nach dem letzten Part, und wollte Elder Scrolls sagen. Egal, wir hatten einen Plan, und zwar wollen wir in den oberen Kathedralenbezirk mal schauen, was da so abgeht, weil wir haben jetzt einen Schlüssel bekommen im letzten Part. Und Märtyrer Logarius ist ein kleiner Dreckspenner, der richtig schwer ist. Und deswegen, werde ich ihn erst später machen, wenn ich ein bisschen mehr Stärke habe. Also ein bisschen mehr Angriff. So, dich habe ich nicht vergessen, du kleiner Minigun-Oppi. Gib mir Quecksilberkugeln. Wie viel haben wir eigentlich davon jetzt schon? Ach, steht ja hier gar nicht. Schade. Würde mich mal interessieren. Ja, wie du lebst noch, ey. Willst du mich verarschen? Ein Glück droppt der nichts. Ja, wie der mich auch getroffen hat, ey. Das gibt's doch alles gar nicht. Du zündest mich an. Quecksilberkugeln. Niemand zündet mich an. Wäre voll geil, wenn man verbrennen könnte. Also es wäre nicht geil, aber es wäre schon ziemlicher Nutz, wenn man verbrennen könnte. Ah, guck mal, Dicky ist ja auch hier. Oh, fuck, den habe ich ja ganz vergessen, Oppi. Oh, Mann. Ja, musste nachladen, Kumpel. Der wollte gerade schießen. Ich hab's genau gehört und gesehen. Es hat gerade schon so ein Rattern gemacht. Die kleine Drecksau. Tschüss. Alter! Die Flinte will ich auch haben. Hui, tschüssi! Okay, das sah schon ziemlich schlecht aus. Aber nicht jedes Spiel muss die perfekten Effekte und sonst was haben. Dafür ist es ein Spiel. Und kein Realismus. Wer Realismus will, sollte. Oh, hier ist es ja schon. Ja, du Flammenwerfer. Oh Gott. Oh! Ja, jetzt wäre ich zum Beispiel verbrannt, wenn das gehen würde. Wäre ein witziger Tod gewesen, auf jeden Fall. Aber stimmt, das. Oh Mann, mir fällt jetzt gerade ein. Bei der einen Folge, wo ich mich so, keine Ahnung, 6-mal oder so erschrocken habe, auf der Hemwegstraße da. Da habe ich ja. Da ist ja auch so ein alter Opa mit einem Rollstuhl angekommen. Und da habe ich ja gesagt, ich wusste gar nicht, dass sie sich bewegen können. Aber hier bewegt er sich ja auch. Das, naja. War mir bis jetzt noch nicht wirklich bekannt. Gut, wir öffnen die Tür mit den Schlüssel. Und sind im oberen Kathedralenbezirk. Und da begrüßt uns auch schon das erste Vieh, was ganz schön viel Leben meiner Meinung nach hat, aber auch nichts. Es kann wirklich nichts. Es gibt ja auch wirklich wenig Echos, wie man sieht. 131 oder so waren es gerade. Das ist nicht wirklich die Welt. Blaues Elixier. Habe ich auch noch nie benutzt, ehrlich gesagt. Oh, und da hinten kommen die Typen. Alter, wie viel Leben haben die denn bitte? Was? Okay, der ist ein Glück tot. Oh, der geht mir am meisten auf den Sack. Okay, der ist auch tot. Ich muss sagen, ich habe die noch nie so souverän geschafft. Die beiden hier. Also die hier sind ja nun total einfach. Die kann man sogar mit einem Aufladeangriff wegmachen, also mit einem Stichangriff. Die sind wirklich sehr, sehr leicht. Blaues Elixier. So, gucken wir uns mal so ein bisschen um hier. Oh, da unten ist das Tor zum Friedhof. Shit, wir sind wirklich ganz schön weit oben. Ja, doch. Sind wir, in der Tat. Oh, hier ist eine Lampe. Sollte ich die Folge hier weiter? Ja, doch, komm, ich mach mal hier weiter in der Folge. Wir haben zwar noch den Märtyrer vor uns, ja doch, aber wie gesagt, der kommt ein bisschen später dran. Da möchte ich erstmal noch ein bisschen geskillter sein, jedenfalls vom Level her. Vom Können natürlich auch. Da müsste ich, also wenn ich vom Können geskillt wäre, noch geskillter wäre, dann müsste ich mich ja gar nicht im Level skillen. Das ist ja dann noch Quatsch. So, jetzt Triple Kill.
Läutertsache. Alter. Das war schlecht. Aber die können echt gar nichts. Ich frage mich, warum man solche Gegner immer wieder mit reinnimmt. Schon wieder ein See. Also langsam reicht's doch mal. Was ist denn mit den ganzen Seen los? Alter, guckt euch das doch mal an. Atemberaubende Tiefsee, klare Tiefsee, nochmal klare Tiefsee, Tiefsee, großer See, verrinnender See, Schwindersee, Arkansee, See. Was zur Hölle? Was soll der Scheiß? Gesamtschadenreduktion. Gesamtschadenreduktion hört sich schon wieder sehr, sehr gut an. Muss ich sagen. Aber 4% ist immer so eine Mini-Zahl, ey, wirklich. Das ist immer so 4%. Das macht doch gar nichts. Oder doch, oh lol. Oder doch? Also. Lol, wieder Triple Kill. Also ich sehe sowas nie wirklich, wenn mich jemand angreift. Dass ich dann auf einmal. Boah! Krass! Das sind ganze 4% weniger. Man merkt das total. Man sieht das, sage. Also sowas sage ich nie. Das ist. Ich glaube, das sagt keiner. Ich glaube, man macht das. Ich glaube, man sagt zwar, das bringt eine Menge, 4% sind nämlich nicht wenig, aber insgeheim weiß jeder, dass es absolut, dass man das einfach nicht sieht. Vielleicht mag es auch viel sein, aber man sieht es ja einfach nicht. Wir können es ja dann mal für Märtyrer Logaris ausprobieren. Wir können es mal benutzen. Und da gehe ich nochmal auf ein paar andere Reduktionssachen. Ja, du mit deiner Sense, ey. Du lebst ja noch. Lol. Ey, ich bin doch zurückgegangen. Oh Gott. Oh, wie schnell der angestampft kam, ey. Alter. Ihr habt doch wohl nicht mehr alle. Ach, guck mal, Shotolu. Ist auch wieder da. Ich höre noch einen Shotolu. Ich habe ein Chorgewand bekommen. Ich glaube, der ist unter uns. Ja, der ist unter uns. Okay, cool. Chorgewand. Da ist es. Ach du Scheiße, es ist gegen die ganzen magischen Sachen am besten. Weiß nicht, was ich so halten soll von magischen Sachen, aber okay, gut. Tracht des Chors, hochrangige Mitglieder der Heiligen Kirche. Mitglieder des Chors sind die hochrangigsten Kleriker der Heiligen Kirche und Gelehrte, die die Arbeit fortführen, die in Birkenworth begonnen wurde. Zusammen mit den zurückgelassenen Großartigen blicken sie in den Himmel auf der Suche nach astralen Zeichen, die dazu führen, dass sie wahre Größe wiederentdecken. Okay. Ach so, ich war noch gar nicht fertig. Chorhandschuhe. Tracht des Chors, bla bla bla, ist dasselbe und so weiter. Ist auch dasselbe, okay. Warte mal, ist das eigentlich. Moment. Ist das eigentlich besser? Die Anschau habe ich jetzt gerade gar nicht nachgesehen. Nee, ist alles wirklich nur gegen diese ganzen Feuer, Blitz, Arkan-Sachen. Und da das so wenig ist. Also. Klar, Märtyrer Logaris benutzt sehr oft Arkan. Da können wir es ja mal ausprobieren. Mal gucken, ob das was hilft. Wissen des Verrückten. Ah, okay, gut. Ich wollte gerade schon sagen. Oh, fuck. Der kommt ja ganz schön schnell angestampft, du. Oh, fuck. Ja, komm doch, ey. So, oh, eine Blutsteinscherbe. Das ist ja super. Ey, Mann. Ach, gucke mal. Er öffnet sich nicht von dieser Seite. Hey, du, könntest du mal aufmachen, bitte? Ich möchte was andrehen. Hallo, ich möchte was andrehen. Okay, davon geht nun unsere Waffe kaputt. Sollte man nicht tun.
Oh, Kronenleuchter. Leuchter. Da hängen Wagen dran, ne? Wow, ey. Ganz schön waghalsig. Hier geht's aber auf. Ist hier irgendwas Verstecktes? Außer Dead Shit. Wahrscheinlich kommen die dann gleich alle runtergesprungen. Nicht von dieser Seite. Na, dann müssen wir wohl hier durch. Ah, meine Nase. Warum auch nicht? Ich hau mal ab. Dafür gibt es nämlich eine Taktik für die drei. Und zwar kommen die hier nicht durch. Ach, scheiße. So. So, aua. Oh. Na, okay, manchmal kommen die anscheinend doch ganz schön gut durch. So, einer weniger. Zwei weniger. Ach, fuck. So, drei weniger. Ich bin der Meinung, da gab es noch einen vierten. Gib mir die Blutsteinscherben. Ah, meine Nase. Ich mache jetzt einen ganz kurzen Cut. Bis sofort. Was? Da war irgendwas mit X. Ach, die Tür kann man noch schließen. Wow. Super Aktion. So, also irgendwo. Ah, ich sehe es schon. Oh, wir können es dann. Mit dem normalen Schwert. Wow, aua. Wow, krass. Mit dem normalen Schwert ist es sogar leichter. Cool, wusste ich gar nicht. Das ist natürlich auch schön. So, ich weiß, dass da noch so ein Cthulhu-Vieh ist. Oh Gott! Was bist du denn? Was ist das hier für ein Ding? Was ist das? Nee, nee, vergiss es. Oh Gott. Jetzt ehrlich? Oh Gott. Boah. Nerviges Drecksvieh. Nein, ich. Boah, ich verwechsel mal die Tasten. Ich drücke immer auf links hier. Links die Knopftasten. Um halt eigentlich hier zu tauschen. Oh, hier gibt es noch was. Kosmisches Auge Wächterabzeichen. Das sehen wir uns gleich mal durch. Aber dabei wechselt er natürlich auch seine Second-Waffe, also statt die Pistole dann halt. Was sind das für Dinger hier? Die gab's doch vorher echt noch nicht, oder? Oh Mann, ich bin überfragt. Alter, Ritualblut 5. Das lesen wir uns auch gleich durch. Ach so, die ist gesperrt. Ja, nee, wenn es sein muss, dann muss es sein. Wenn es so ist, dann ist es so. Kann man nichts ändern. So, wir lesen uns jetzt erstmal was durch. Ich hoffe mal, mich attackiert jetzt hier nichts aus heiterem Himmel. Wir hatten nämlich, ja. Super, hier Ritualblut 5. Alles genau dasselbe, nur sieht. Ach, das ist ein Totenkopf. Oh, das sehe ich jetzt erst. Super, dass ich das jetzt erst sehe. Da ist es. Abzeichen des Chormitglieds, Elite der heilenden Kirche. Das Auge steht für den Kosmos. Der Chor erlebt. Er lebte eine Offenbarung, sehr unerwartet und durchaus zufällig. Hier stehen wir, die Füße auf der Erde, doch ist der Kosmos uns vielleicht sehr nahe, nur knapp über unseren Köpfen.
Ja, keine Ahnung, was das ist, aber es gibt uns auf jeden Fall eine neue Waffe beim Händler. So viel schon mal dazu. Dann ist noch ein Cthulhu-Vieh, oder? Nee. Nee, das ist so ein. Da war so ein. Da ist wirklich so ein Vieh. Wo ist das? Da ist es. Ein Schlag, 28 Damage. Lol, gibt 12 Blutsternbrocken. Das ist ja hammer nice. Ja, du Cthulhu, hast gewartet, bis deine Zeit gekommen ist. Ich warte auch. So. Boah, diese Viecher, ne, die sind so ekelhaft. 31.000. Wir können bald wieder ein Level abmachen. Das ist schön. Denn unsere Waffe braucht Futter. Ey, schon wieder. Das ist. So, geht doch. Alter, liegen hier viele Items rum. Und nochmal ein Cthulhu. Blaues Elixier. Wir kümmern uns erstmal um den. Ey, warum hat er seine. Oh Gott. Shit, 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 shit. Scheiße. Oh nein. Saug. Nein. Oh, igitt. Du ekelhaftes Kackvieh, ey. Ja, greif uns doch mal. Hast du nicht genug oder was? Da, Schluck, ey. Das kannst du haben. Augenbindenkappe. Ich werde doch wahnsinnig. Mit diesen Tasten, ey. Wissen des Verrückten. Wissen des Verrückten. Und lass mich raten, Wissen des Großartigen. Nee, Perch. Okay, Perlenschnecke. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. So, die Tür hier ist jetzt auch ein kleiner Shortcut. Und wir lesen mal die Augenbindenkappe. Da ist sie. Tracht des Chors, hochrangigen Mitgliedern der heilenden Kirche. Mitglieder, Moment, das kennen wir doch schon. Nee, doch nicht. Mitglieder des Chors sind die hochrangigsten Kleriker der heiligen Kirche und Gelehrter, die Arbeit, bla bla bla. Die Augenbedeckung steht für die Verpflichtung gegenüber den Lehren von Meister Willem, obwohl sie sich trennten. Stimmt, der hat ja auch sowas. Warte mal, was kann die denn eigentlich? Ist bestimmt scheiße, oder? Ja, sie ist scheiße. Da laufe ich ja blind durch die Gegend, ey. Bin ich ja nun auch nicht. Ist nicht so mein Stil, blind durch die Gegend zu laufen und dabei alles niederzuschnetzeln, auch wenn es ziemlich cool ist. Da steht eine. Wie, du lebst noch? Was? Och man, das ist ein Scherz jetzt, oder? Wenn ich jetzt noch nicht sterbe, dann raste ich aus. Ne, okay, gut. Ja, schieß doch noch weiter auf mich. Ja, was? Ach, du heiliger Fick. Ach, du heiliger Fick. Oh mein Gott. Alter, habt ihr das gesehen? Weißt du, der schießt die ganze Zeit da rum. Und ich bin gestunt. Nein, nein, nein. Och nein, ey. Wenn jetzt noch der andere kommt und wieder rumschießt, ne, dann gebe ich mir die Kugel, ey. Boah, ihr hässigen. Ja, genau. Nein, nein, nein. Ich bin tot. Ja, toll, geil, super. Ja, ey, schmeiß mich hin, du ekelhaftes, komisches. Oh, ist das eklig, ey. Oh Gott. Oh nö. Egal. Und ich habe nicht mal die Lampe benutzt. Das heißt, wir müssten jetzt wieder zwei Ladezeiten. Nee, doch nicht. Okay, gut. Ja, die Viecher dann interessieren uns jetzt einen Scheiß. Wir gehen jetzt durch und retten unsere Echos, ey. Wirklich. Das ist ja der Obershit. Euch lasse ich jetzt mal in Ruhe. Ihr gebt sowieso nicht so viel. Ihr seid echt scheiße. Versucht mich doch zu beißen, ihr Pisser. Na du. Aber man muss ja sagen, es ist mal ein Sensenmann mit einer etwas anderen Farbe. Da ist noch so ein scheiß Cthulhu, Mist, Drecks, Fotzenvieh, ey. So. Jetzt mache ich auch mal einen Griff. Nur, dass du nicht der Richtige bist. Du hast mir nichts wirklich getan.
Trotzdem, du musst auch darunter leiden. Oh, wie der Wagner schon wartet, ey. Alter, krass. Hier auch? Ne, gut, dann renne ich jetzt durch. Leute, du hast dich gehört. Jetzt ernsthaft? Geil. Boah, und trotzdem ist er nicht tot gewesen. Gibt's ja nicht. Oh, guck mal, da sind sie, ey. Ne, ich mache ich jetzt auch nicht. Alter, was sieht der hier? Diese Tasten! Och, Mann. Okay, gut. Reicht. Ich krieg gleich noch einen Rappler, ey. Wirklich, diese. Ich vergesse das auch jedes Mal, das mit den Scheiß-Tasten, dass das nicht nach links gedrückt ist, sondern einfach nur L1. Wieso vergesse ich das? Das ist nicht schwer. Ich vergesse doch sonst nichts. Warum vergesse ich das? Boah, ich krieg echt noch. Nee, ich krieg echt noch einen Kollaps gleich, ey, wirklich. Das geht mir so auf den Sack. So, du Kackvieh, jetzt wirst gestunt. Jawohl. Wo sind eigentlich meine Echos? Sag mal, wo sind die? Nein, 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 nein. Oh nein. Ach. Ich will meine Echos zurückhaben. Das waren 31.000 Echos oder so. Ja, vergiss es, ey. Ja, nee. Komm mal her, ihr Freundchen. Ja, jetzt denkt er nach. Wo ist der denn eigentlich hin? Ich geh mal. Ja, der geht wieder. Alter, dieses Ding hat so auf seinen Kopf, ey. Das ist so widerlich. So, und du gehst jetzt einfach drauf, ey. Nein, 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 nein. Oh Gott. Oh Gott. Panik, Panik. Wie ein so ein Kackvieh. Was? Ich krieg einen Waisenschlüssel. Hausschlüssel. Wie ein so Kackvieh so penetrant sein kann. Das ist der fucking Wahnsinn. Wo sind meine Blutechos? Wo sind die? Sind die da unten? Warum hat der die jetzt? Warum hat der nächste verfickte Schutulu meine Blutechos? Boah, das ist ja zum Kotzen. Ja. Ach, so ist das. Ach, ist klar. Ja, genau, an der Leiter. Ey, wirklich. Ey, komm. Wenn die jetzt weg sind, ne? Ey, bitte. Nein. Nein. Lass mich hier weg. Na komm, versuch mich doch zu greifen, ey. Kriegst jetzt ein Schwert ins. Oh nein. Ich will meine Blutechos haben. Kann ich die stunnen mit dem Schlag? Kann ich sogar. Nein, Mann. Ey, das ist doch. Okay. Noch kann ich es schaffen, noch ist alles in Ordnung. Oh, bitte lass mich jetzt hier nicht gleich verrecken. Nein! Nein, nein, nein! Der hätte mich fast schon wieder gegriffen. Jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Boah, das waren sogar 37.000, ey. Leck mich am Arsch. Boah, nee, war das eine. Nee, das war die. Das war die Folge, weil wir. Das war mal wirklich eine Folge, wo ich richtig sauer war, ey. Boah, also. Mehr geht schon. Weißt du, die Steuerung. Das ist natürlich meine eigene Inkompetenz, aber trotzdem, die Steuerung hat mich zu schaffen gemacht. Er hat mich zu schaffen gemacht, diese Scheiß-Drecksviecher hier. So, und jetzt lesen wir noch ganz geschmeidig den Waisenschlüssel vor, damit wir dann schön die Folge beenden können. Schlüssel zum Waisenhaus, Geburtsort des Chores. Das Waisenhaus im Schatten der großen Kathedrale war ein Ort der Forschung und des Experimentierens, an dem jungen Waisen der, was an dem junge Waisen zu mächtigen, unbemerkten Denkern für die heilende Kirche wurden. Der Chor, der später die heilende Kirche spalten sollte, entstammte dem Waisenhaus.
Wunderbar, wunderschön. Ist mir jetzt gerade sowas von egal, ehrlich gesagt. Wir sehen uns zur nächsten Folge von Let's Play Bloodborne. Haut rein, Leute. Ich hoffe, nächstes Mal mit ein bisschen weniger Rage. Oder vielleicht auch ein bisschen mehr. Mal gucken. Okay, ciao.